Manchmal gibt dir das Universum eine Tür, die verschlossen ist, damit du lernst, keine verschlossenen Türen zu öffnen und einen anderen Weg zu gehen. Manchmal aber gibt dir das Universum auch eine Tür, die verschlossen ist, damit du sie mit aller Wucht durchbrichst, weil dir das Universum eine Prüfung stellt und dich fragt, bist du wirklich bereit, durch diese eine Tür zu gehen und dich selbst auf eine ganz andere Art und Weise zu entdecken? Bist du bereit, deine Ziele zu verfolgen ohne Verluste? Egal, was für Verluste du auf dem Weg dorthin machen musst, bist du bereit, wirklich das Leben zu führen, so authentisch wie du nur kannst? Genau das Leben, wofür du geboren bist. Hi, ich bin Dennis Chilibe, Achtsamkeitstrainerin für mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Und ich bin hier, um dir eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft in dieser kurzen Folge mitzugeben. Und es geht vor allem darum, ganz weise zu wählen, wann öffne ich diese Tür und wann lasse ich sie verschlossen und gehe einen anderen Weg. Nun, im Grunde kann ich dir diese Frage natürlich nicht beantworten und es wäre fatal überhaupt, ja, wenn es da draußen zum Beispiel Menschen gibt, die dir sagen, ich werde dir sagen, was zu tun ist. Nein, im Endeffekt ist diese Entscheidung dir gewidmet. Du darfst diese Entscheidung treffen. Aber damit wir überhaupt eine Entscheidung treffen können, brauchen wir vor allem Informationen. Wir brauchen das Wissen, um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen, eine Entscheidung treffen zu können. Manchmal funktioniert das gar nicht, wenn wir noch zu unerfahren sind, noch zu jung sind, zu naiv oder ja, wenn wir in die Enge getrieben werden und gar keine Zeit dafür haben, mal für einen Moment darüber nachzudenken, welche Entscheidung denn wirklich von meinem Herzen herauskommt. Kurz vorneweg, wenn dir dieser Podcast gefällt und du mich kostenlos unterstützen möchtest, dann klick einmal auf Folgen und lass dem Podcast gerne 5 Sterne da. Das motiviert mich natürlich jede Woche, eine neue Folge rauszuhauen und dir mein tiefstes Wissen mit an die Hand zu geben. Ja, und genau dieses Wissen benötigst du eben. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich damals so viele Menschen um mich herum hatte, die schon die Dinge gemacht haben, die ich nicht machen wollte. Das heißt, dass ich schon quasi sowas wie Antibilder in meinem Leben hatte. Also nicht ein Vorbild, sondern eine Art Antibild, um eben etwas gespiegelt zu kriegen, was ich eben nicht wollte. Und deswegen ist es auch so wichtig, Menschen um dich herum zu haben, egal ob positiv oder negativ. Als Eremit zu leben, bringt dich im Leben nur bis zu einem gewissen Grade weiter. Du brauchst diese Reibung mit anderen Menschen und du brauchst vor allem auch Menschen, die unvoreingenommen dich höher hinaus katapultieren können. Auch ich zum Beispiel. Klar, als Coach weißt du viele Dinge schon. Du kannst selbst sehr gut reflektieren. Aber auch ich komme mal immer wieder mal an den Punkt, wo ich auch mal ja, den Input von außen benötige, einfach um einen nächsten Schritt zu machen in die Richtung, in die ich gehen möchte. Und manchmal wissen wir das eben nicht. Und hier kann ich dir an dieser Stelle einfach nur den Mut mit an die Hand zu geben, dir auch Hilfe zu holen, egal in welcher Form. Auch wenn es einfach nur heißt, hey, okay, heute lautet die Hilfe einfach nur, mit einem fremden Menschen darüber zu sprechen. Denn alles im Außen ist ja irgendwo ein Spiegel deines Selbst. Und was ist, wenn du einfach mal rausgehst in den Supermarkt oder sonst wohin und einfach nur diesen einen Menschen irgendeine Frage stellst? Du wirst erstaunt sein, was für Informationen du erhalten wirst. Probier es einfach mal aus. Und ansonsten, ich finde das halt so spannend mit diesen Türen. Welche Tür öffnet man und welche schließt man denn? Manche Türen sind so eingerostet oder sind so versperrt, dass man sich wirklich denkt, ah nee, da kommt nur Scheiße bei raus. Aber manchmal ist es genau die eine Tür, die so verrostet ausschauen muss, damit dann nur du rein darfst aufgrund deiner Neugier. Irgendwas hat diese Folge mit dir gemacht. Irgendwas hat sie in dir gelöst. Ein
Fragezeichen ist vielleicht auch aufgeploppt, weil du ganz genau weißt, dass da draußen eine Tür ist, die auf dich wartet, dass du sie öffnest und du endlich diesen einen Weg gehst, der für dich bestimmt ist. Ich frage mich, welche Tür ist das? Schreib es gerne in die Kommentare, lass es mich wissen und falls du mal einen nüchternen Blick auf deine Themen brauchst, melde dich gern bei mir. Ich biete One-on-One-Sessions, um mehr Klarheit zu bekommen, wer du bist und wo du hin möchtest. Ich liebe dich, pass auf dich auf. Hadi, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.